Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Techno 3010, der Domcast, hier im hübschen Silodom, wie immer. Heute zu Gast haben wir, ja, ich würde behaupten, einen der bekanntesten Saarbrücker DJs. Ein Allstar, mittlerweile, glaube ich, auch über die Landesgrenze schon hat er sich einen guten Namen gemacht. Mit Flo zusammen, denke ich, in der Stadt die meisten Releases. Herzlich willkommen, Sven Sossong. Hallo. Danke für die Einladung. Ja. Der Mann neben mir, wie immer gestählert. Die Frisur sitzt, der Bart ist frisch. Frisur ist gestählert. Nicht nur die Frisur, der Bart, also es ist ein Traum. Björn, irgendwann, hallo Flo. Hallo, bei den ganzen Komplimenten musst du mir irgendwann mal einen Zungenkuss geben. Ist dir das eigentlich bewusst? Das wird vielleicht irgendwann... Cool. Was ist denn hier los? Sven, schön, dass du hier bist. Hi, hallo. Flo erklärt dir kurz die Spielregeln. Ja. Wir haben hier eine Fragenfritteuse. Alles weitere erzähle ich. Feuer so, frei. In dieser Fragenfritteuse sind Fragen drin, die ich dir stellen werde, nacheinander in einem Zeitraum von 10 Minuten. Du hast die Gelegenheit, sie zu beantworten. Und wenn du eine Frage scheiße findest, darfst du die gerne skippen. Sagst, hier ist mein Veto, die möchte ich nicht beantworten. Aber ich glaube, da sind keine Fragen drin, die dich in Verlegenheit bringen könnten. Ja, und oder mal, vielleicht darf man vielleicht jemand anrufen? Das ist eine prima Idee, Sven. Hey. Ein Telefonjoker. Ja, oder Publikumsjoker. 50-50-Joker mit dem Publikum, wäre auch noch. Nur leider ist kein Publikum. Das waren wir. Ah, okay, das ist eine gute Idee. Okay. Du hast drei Joker, du hast ein Veto, du darfst jemand anrufen und du darfst das Publikum fragen, also quasi uns. Wir sind dein Publikum. Ich beantworte dann persönliche Fragen über dich, das ist kein Problem. So läuft das. Ich denke, das klappt auf jeden Fall. Also wir stellen hier noch einen Timer. Ist gestellt, ich drücke auf Start und zwar jetzt. Drücke er auf Start? Er drücke auf Start. Ziehe er die erste Frage. Lieber Sven, beim Auflegen... Hättest du da lieber, also kommt ein nächster DJ oder du übernimmst die Party, hättest du lieber einen nahtlosen Übergang oder eine Pause für Applaus für dich oder den vorangehenden DJ? Also wenn ich anfange mit dem Set, dann würde ich halt lieber ein Intro spielen. Mhm. Danach ist es mir eigentlich, egal, aber ich freue mich natürlich, wenn man dann halt auch einen Schluss spielen kann. Mhm. Ne? Und dann, aber es ist halt... nicht wichtig. Also aber so ein Intro cool. Ist ja cool. Ja. Ne? Das Intro ist immer cool. Intro ist irgendwie wichtig. Ja. Aber es geht mehr ums cool. Intro, damit dein Set irgendwie gescheit startet, weniger damit du jetzt noch irgendwie oder der DJ davor noch beklatscht wird, meine ich. Wir fangen mit dem Intro an. Ja, definitiv. Ich finde das immer so ein bisschen. Der Applaus kommt dir auf jeden Fall für ihn. Klar, aber auch wenn du aufhörst. Ich finde das immer unangenehm. Ich finde das immer sehr unangenehm für mich. So. Ja, ich bin auch immer direkt rot. Im Club ist zum Glück aber so das dunkel darf man. Und dann, Also man darf Applaus bekommen, finde ich. Ja, man, auf jeden Fall. Man präsentiert ein Kunstwerk und das hat auch irgendwie Applaus verdient. Ja. So. Also völlig okay. Ich bin da nicht abgeneigt, aber ich weiß, wie es mir geht. Schüchtern. So. Kannst du das beste Konzert oder Festival beschreiben, das du erlebt hast? Awakenings Festival. Ja, persönlich. Als Raver auf dem Awakenings Festival. Also völlig durchgearbeitet. Die Produktion High-End. Getränke anstehen ist nicht. Sofort. Bekomme ich sofort deine Getränke, verpasst nichts. Ja. No. Bekomme ich irgendwie Anlagen dorthin gestellt. Das im Freien ist es so schwer, so Akustik so genau ein Point zu kriegen. Ja, das ist halt, und die bekommen das komischerweise echt ganz, 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 ganz gut hin. Ja. Wenn dazu war. Also, man muss dazu sagen, Sven arbeitet cool, nicht beim Awakenings. Ja, genau. Nein, ich arbeite dort nicht. Bist du Influencer? Kriegst du Freikarte vielleicht dafür, wenn du das sagst? Nein, ich mache es, also ich habe jetzt einfach nur. Nee, aber schön, aber so eine gute Leistung mal lobt, ne? Ja. Wie beim Applaus. Ja, Mann, also Awakenings, ne? Hier. Sven, magst du Tiere? Ja. Was ist dein Spirit Animal? Das ist der Affe. Der Affe. Warum? Also ich habe irgendwann so, habe ich mir echt Gedanken drüber gemacht, ja. Was ist so mein Tier, ne? Und dann so,
Früher fand ich mal Tiger ganz interessant, ne? Mhm. Aber ich bin eigentlich eher so der Affe, weil, also ein Affe, ich glaube, das ist so negativ rübergekommen, aber es ist halt so, ich war früher dann der Pauseclown, ja, auf dem Geburtstag, ich war gar ohne Hall, und das ist jetzt auch so ein private, heißt mal Moritz und so, ne? Kenn ich mich, klar. Und ja. Das, und dann habe ich gesagt, ich glaube, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Affe. Also der Tiger ist raus, der Affe ist am Start. Der Tiger ist raus, der Affe ist da. Der hat es nicht gemacht, der hat es nicht gerissen. Oh. Wer ist dein Lieblingsstar? Jetzt generell, muss nicht mal als Musik sein? Aber also früher war es mal Sven Väth. Ja, also dein Namensvetter? Ja, aber heute, jetzt aktuell und schon sehr lange ist, Adam Beyer ist halt wirklich für mich so. Ja, aber auch einfach mit seinem Label, ja, Stronghold, das kennt jeder, ne? Und dann, aber wie die halt die Leute fördern und immer noch und das seit Jahren und wie sich das entwickelt hat, ist die Musik ein bisschen langsamer gehen, ein bisschen melodischer, jetzt wird es ein bisschen technoider, ne? Und da kommen immer wieder neue Leute mit rein und Leute, die schon ewig lang in der Szene irgendwo ihr Stand fanden. Ja, und das funktioniert Thomas irgendwie Schumacher. Ich immer. Ich finde das klasse. Und so habe ich dann ja auch mein eigenes Label funktioniert immer, versucht. Ne? Egal wo. Ja. Finde das ganz gut. Ja. Deswegen, und die DJ-Sets sowieso. Aber ist ja schön, dass du auch Inspiration rausziehen kannst fürs eigene Label. So, ne? Da kann man sich ja mal, darfst du ruhig auch mal was abgucken. So. Ja. Aber cool. Ich drücke mal kurz auf. Das ist auch ganz wichtig, ja. Ich drücke mal ganz kurz auf Pause. Ich habe mal eine Frage. Was steht da eigentlich neben dir, Björn? Was ist denn das? Oh. Ach so, das ist das. Das ist ein wunderschönes Cover. Das ist neu released bei dir auf dem Label, ne? Nein, das kommt am 27.07. raus auf meinem Label. Also es ist meine zweite EP auf meinem eigenen Label. Ne? Das heißt, ich könnte schon Label viel mehr auf meinem eigenen Label gemacht haben, aber ja. War schon gut genug für dein Label, oder was? War der ENA zu hart? Ja, Schenkel hat gesagt, also die Tracks, nee. Jetzt hat's gepasst und dann... Freut mich wirklich. Ja. Und malst du das selbst? Nein, das macht unsere Artworkerin, die Esther, besser bekannt als Sunny. Also Sunny, wenn du zuguckst. Also ich bin ein großer Fan der Cover. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, weil die sind schon richtig Hammer. Die malt das ja alles so von Hand. Sie malt die Figuren und so. Und jetzt haben wir dann gerade, wir haben mit weißen Covers gestartet, nur die Figur. Und jetzt ist halt so, ich habe mir dann versucht, selbst so ein bisschen wie das beizubringen, wie man halt Covers gestaltet und so, ne, Abstände, bla. Und so habe Leute gefragt. Und jetzt gehe ich halt hin und versuche, das Thema noch ein bisschen auszuarbeiten. Ne? Ja. Mit dem Holz jetzt, ne, im Hintergrund. Ja. So der Surferladen mit dem Perfect Wave. Ja, das ist neu, ne? Geht eigentlich so das Mikrofon? Nee, ne? Das Mikrofon wird so nicht gehen. Schade eigentlich. Aber so an die Stirn oder so. Nee, aber hört mal rein in Svens Label, Griffon. Willst du kurz noch, lass ein bisschen Werbung machen. Kurz Instagram-Channel. Wir haben eine Internetseite, www.griffon-recordings.de, und dort findet ihr einen Shop. Und unsere ganzen Releases, eine Galerie mit den ganzen Covers, unsere Künstler, also schaut mal vorbei. Ja, Sublabel ist auch vertreten auf der Internetseite. Nala Music, ne? Ja. Nala Musik. Ja. Bisschen softer. Bisschen softer, ja, das ist so der Spielplatz. Ja. Ne? Das ist für mich, da habe ich eigentlich gegründet, um halt, weil Griffon hat so den Sound, ne? Den typischen techno-melodisch, es muss so ein bisschen Fabelwesen sein, ne? Die Welt halt, ne? Schön. Und Nala ist dann so eher der Spielplatz für gute elektronische Musik, um das jetzt halt ein bisschen auszubauen. Also der Hobbykeller von Griffon. So ja, aber positiv, professioneller Hobbykeller. Ja, positiv gemeint, So, da wir bei Techno 3010 sind und nur 10 Minuten Zeit haben, mache ich mal weiter einfach. Ja. So, ja. Aber vielen Dank an QV Sven. Danke. Das war übrigens unsere erste Werbepause während Techno 3010. Schön. Bist du mit deinen Musikproduktionen immer zufrieden? Also die ich release, bin ich zu 100% zufrieden, stehe ich auch zu 100% hinten dran. Ja. Also ich habe ja auch irgendwann mal angefangen und dann ist das halt so, dass man irgendwann zurückblickt jetzt bei Beatport oder so in das erste Release und dann denkt man so, okay, so hat sich's vorher angehört, aber ganz so schlimm war das jetzt bei mir nicht. Also ich natürlich brutale Veränderungen halt so, dass die Qualität vielleicht angeht das Mixing, und dass man dann mastern lässt, wo es auch wirklich jemand kann. Ja.
Gut, aber das ist ja nichts Schlechtes. Das heißt ja nicht, dass die schlecht sind, sondern einfach ist es doch einfach schön, die Entwicklung halt auch zu sehen. Ja, ne? Dass die Dinger, die vor drei Jahren immer noch cool sind, aber dass sie jetzt auf einem ganz anderen Level spielen. Also ich finde gerade, wer sich das mal anschauen will, bei Sam Paganini. Ja. Also die Musik ist nicht schlecht, aber die war vorher komplett anders. Ja. Ich meine, das ist ja der Lauf der Dinge. Ja. Das ist Entwicklung, es ist Veränderung. Und das ist ja irgendwie auch cool. Ich finde das super schwer, wenn man so ein Label hat. Die Leute, die das hören, haben eine Erwartung, wollen eigentlich ja immer das Gleiche. Es muss alles im gleichen Style sein wie der erste Track, aber das ist ja eigentlich, das passt ja vielleicht irgendwann gar nicht mehr so richtig zu einem. Das ist ja das Paradoxe. Die Leute wollen Entwicklung haben, aber wollen trotzdem immer dasselbe. Das ist das. Das ist irgendwie. Ja, und irgendwann findet man auch dann die Handschrift, ne? Ja. Ganz komisch, das passiert einfach. Genau. Ja. Kann man nicht erzwingen. Wir sind beim Produzieren. Sven, dann gehen wir gerade mal weiter. Wie lange brauchst du, um einen Track zu produzieren? Also von der Idee, sagen wir von der ersten Jam-Session bis zum Final Mixdown. Also normal 2 bis 3 Tage. Ja. Es gab auch schon so eine Woche und jetzt gibt es gerade einen Track, an dem sitze ich jetzt seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Quatsch. Wie ist, was und machst du da? Das sind Frequenzen, die sich überschneiden und das matcht, dann ist es immer, es sind zu viel Höhe und ich bin nie zufrieden. Aber warum lässt du den Track nicht weiter? Warum lässt du den Track nicht gehen? Also hat er was dich catcht, aber es ist noch nicht ausgereift. Es ist die Harmonie. Oh Gott, ich würde den Sauger hören. Ja, das kann ich ja mal zeigen. Ja. Wahrscheinlich sagst du, der ist auch fertig. Ja, Hold on Me habe ich jetzt bestimmt schon 3-4 Mal im Club gespielt und dann, das war jedes Mal so, mehr Höhe und mehr mittleren Dreh oder halt, oder Höhe raus, komplett die Höhe raus, oh Gott, das war viel zu laut und ich bin nie zufrieden. Ja. Selbst dein größter Kritiker, ne? Ich mach weiter. Vielleicht kommt er irgendwann mal raus. Vielleicht 2025. Warum nicht? Wenn dann irgendwie so bei 2 Tracks noch einer fehlt, dann habe ich den. Aber es wird dann wahrscheinlich der Track werden. Entweder der dich komplett in die höchste Liga schießt oder der deine Karriere einfach beendet. Ja, also irgendwas wird der Track machen. Ja, der Schenk ist da immer, der sitzt ja neben mir, ne, und arbeitet dann fürs Label und macht dann, also das wird dann ein Durchbruch, glaube ich. Also, ich weiß es nicht, aber das dauert auf jeden Fall noch sehr, sehr lange, bis der fertig ist. Das ist wahrscheinlich genau der Druck, der dich nicht fertig werden lässt. Ich glaube auch. Ja. Oh, Cengiz, Mensch. Oh, Mann. So, welche Gerüchte hast du mal über dich gehört? Oder ein Gerücht, das besonders in deinem Kopf geblieben ist? Was du gut fandest, was lustig fandest? Dass ich mit meinem Studiopartner, also damaligen Studiopartner, wir waren öfters im Studio, Daniel Cominale, dass wir ein Liebespärchen wären. Ja. Wirklich? Ja. Echt? Ja. Ist das geil. Aber brutal, ne? Ja, tatsächlich, ja. Weil jeder gedacht hat, der wäre halt auch schwul. Und, ja. Das ist witzig. Und, der Kumi. Ist er aber nicht. Aber krass. Aber geht's ihm gut? Gerade so dem geht's gut, ja. Der ist jetzt nochmal hier in Saarbrücken, also wohnt nochmal in Saarbrücken, war ja da in Frankfurt. Dann, genau. Viele Grüße. Ja, liebe Grüße. Jetzt steht wieder das Gerücht. Sorry, Daniel. Jetzt ist raus. Oh, Daniel. Ich hab mich schon weggeschmissen, hab's aber gelesen. Beim Auflegen, schnelles Mixing. Doch, was? Was? Schnelles Mixing oder ganze Tracks spielen? Ganze Tracks spiele, ab und zu ein bisschen zu mische. Und ja, ich bin eher jemand, der eher so ein bisschen mehr Respekt dem Künstler an sich, der den Track produziert hat. Gut, ich mag halt aber auch DJ-Sets, wo es nur zerhackt wird und so. Es gibt ja ein paar Kollegen, so Chris Liebing oder so, hat ja viel Schnipselbenutzer. Der Richie Horton oder so, der auch viel loopt und versucht da wirklich alles rauszuholen und noch. Aber ist ja okay. Aber für mich ist das mit der CD-Player und so, macht das halt schon so Spaß. Ja, ich finde eigentlich beides okay, ne? Ja, so, also ich die Art, seine Kunst zu präsentieren. Aber für mich persönlich ist das so, wie ich es mache. Cool. Ja. Nächste Frage. Ich bin gespannt. Für welche Eigenschaften an dir hast du am öftesten Komplimente bekommen? Jetzt beim Auflegen war das halt so, kamen super viele Leute, die dann irgendwann gesagt haben, deine Aura, du stehst da und man kann einfach nicht, aber es ist immer so viel Harmonie dabei, wenn du halt da stehst und du die Leute so mitreißen, ne? Ja. Und man guckt dich an und man hat einfach Bock.
Gut, ja. Wenn man dich mal gesehen hat, du lebst so. Das ja. Das ist halt super ja. authentisch und mit Leidenschaft. Ich bin halt echt froh, dass es nachher dann so rüberkommt. Und dann ist halt so das schönste Kompliment eigentlich. Cool. Das ist so zu hören, das ist halt wirklich... Ja. Das macht doch Spaß. Das sind doch wundervolle Schlussworte. Der Gong hat gegongt, geklingelt, geklongt. Geklongt hat er. Sven, wir beamen dich rüber zum DJ-Pult ja. und sind gespannt, was du noch zum Besten gibst. Viel Spaß beim Mixen. Und vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen und bis bald. Ne? Dank. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Maus. Auf Wiederhören.
Trust. 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 Yeah.
We'll be right back.
Fahrrad ist quasi. Das ist natürlich schön.